Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser wohltuenden Pilates-Morgenroutine, die sich einfach ideal eignet, wenn du locker, entspannt und mobilisiert in den Tag starten möchtest. Am Ende dieser Einheit wartet sogar noch eine kleine Herausforderung auf dich und ich bin schon super gespannt, ob du und auch ich das schaffen werden. Also bleib dran und dann lass uns einfach keine Zeit mehr verlieren und sofort starten. So, richte dich im Schneidersitz auf deiner Matte ein und wir beginnen mit der Mermaid im Wechsel. Schieb dich erstmal nach links, bleib hier für einen Moment, nimm einen tiefen Atemzug und komm dann über die Mitte rüber auf die rechte Seite. Auch hier wollen wir kurz in dieser Position bleiben, tief ein- und ausatmen und wieder rüber wechseln. Dehne hier ganz angenehm deine Flanken. Nochmal rüber zur anderen Seite wechseln. Und Position hier über die Mitte wieder lösen. Dann kommst du in den Z-Sitz, komm in diese Position mit deinen Beinen und leg dich dann über das Knie nach vorne weg. Also Brust, Kopf, Oberkörper legst du auf den Oberschenkel, auf das Knie ab. Und die Stirn kannst du auf den Händen ablegen. Und bleib in dieser Position und atme durch die Nase ein und den leicht geöffneten Mund aus. Du darfst jetzt hier in der Gesäßhälfte eine Dehnung spüren, über die du dich gelehnt hast. Also in diesem Fall, wenn du dich über dein linkes Knie gelehnt hast, spürst du in der linken Gesäßhälfte eine angenehme Dehnung. Richtig hier reinsinken lassen, entspannen. Löse hier langsam auf, wechsel die Beinposition und lehne dich nun über dein rechtes Knie nach vorne, Brust, Korb, Oberkörper legt auf dem rechten Oberschenkel ab oder eben jetzt auf der Seite, die du noch nicht gemacht hast. Und auch hier Hände auf die Stirn und spüre die Dehnung in einer Gesäßhälfte. Tief ein. Und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Komme aus dieser Position wieder raus, löse den Z-Sitz und komme in den Vierfüßlerstand. Richte dich hier kurz ein, wir beginnen neutral und mit der Einatmung in die Kuhposition und mit der Ausatmung schön Runden und Katzenbuckel machen. Führe hier einige Wechsel in deinem Tempo durch. Mit der Einatmung kommst du immer in ein geführtes Hohlkreuz. Und mit der Ausatmung wirst du schön rund. Wenn du dich rundest, schieb die Matte den Boden richtig weg, Schulterblätter auseinander. Nochmal runden. Nochmal in die Gegenposition und ein allerletztes Mal runden und neutraler Vierfüßlerstand. Von hier aus bringst du beide Füße nach hinten und kommst ins umgekehrte V, mach den Rücken ganz gerade, Knie dürfen leicht gebeugt sein, mache dann mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne und der rechte Arm geht an einem großen Halbkreis einmal von hinten nach vorne.
Wieder herabschauender Hund, Rücken ist gerade, Knie dürfen leicht gebeugt sein. Und das Ganze mit dem linken Bein, Fuß nach vorne und mit dem linken Arm einen großen Halbkreis machen. Der Blick folgt dabei immer der Hand. Nochmal, herabschauender Hund bzw. umgekehrtes V, Rücken ist gerade, rechter Fuß nach vorne abstellen, rechte Hand großer Halbkreis, Blick folgt der Hand, aufstellen, wieder umgekehrtes V. Und das gleiche nochmal mit links. Linker Fuß vor, 90 Grad im Kniegelenk und großer Halbkreis mit dem gestreckten Arm, Blick folgt der Hand. Nochmal, jede Seite einmal noch. Rechts vor. Großer Halbkreis mit rechts. Hand wieder abstellen. Noch einmal umgekehrtes V. Dürfte jetzt schon besser klappen als bei der ersten Wiederholung. Linker Fuß vor und linker gestreckter Arm im großen Halbkreis über oben nach vorne führen. Komm jetzt wieder in den Vierfüßlerstand und dann erstmal in den Fersensitz und richte dich hier nochmal kurz ein. Von hier aus kommst du jetzt in den Seitstütz, Hand stützt, du bist auf den Fußkanten abgestellt und du schiebst dich einmal in so eine schöne Seitdehnung, Sideband genannt im Pilates und wechselst die Seite. Wechsel hier jetzt einfach immer den Arm, mach einen Seitstütz und schieb Becken wirklich Richtung Decke und genieße diese angenehme Dehnung in der Flanke. Einmal rechts und einmal links. So, jede Seite jetzt noch einmal. Wir machen jede Seite 3 Wiederholungen. Ein Wechsel noch. Und große C-Kurve. Super gut gemacht. Von hier über den Vierfüßler in den Fersensitz. Und dann kannst du deine Beine nach vorne schwingen. Komm hier in diese Position, Hände gehen in die Kniekehlen und wir wollen jetzt, indem wir den unteren Rücken, das Becken kippen und rund machen, abrollen, aber nicht ganz und uns dann wieder nach oben aufrichten. Nochmal genauso. Ausatmen, runden, C-Kurve. Einatmen, aufrichten. Nochmal ausatmen, runden. Einatmen, schön gerade und aufrichten. Nochmal. Mit der Ausatmung runden. Nochmal aufrichten, einatmen. Achtung, wenn wir jetzt runden, rollen wir vorsichtig nach unten ab. Komm also hier in Rückenlage, stell die Füße auf, linkes Bein gerade aus, rausstrecken, Hand geht in die rechte Kniekehle und wir beugen und strecken. Ruhig einatmen beim Beugen und ausatmen, wenn du streckst. Einatmen und strecken, ausatmen. Stell das Bein ab, wir machen einen Seitenwechsel. Rechtes Bein gleitet lang nach gerade raus und das Ganze mit links. Einatmen und strecken, ausatmen. Beugen, einatmen und strecken, ausatmen. Bleib dran, weiter so. Stell die Füße beide wieder auf, nimm dann beide Füße nacheinander in die Luft, Hände in die Kniekehlen und roll nach oben auf. Wieder abrollen, genau so nochmal. Hochrollen, ausatmen, einatmen, abrollen.
Nummer 3, nochmal hochrollen und wieder abrollen. Zweimal machen wir das noch, hochrollen, Bauchnabel einziehen, Blick geht Richtung Oberschenkel, ein letztes Mal hochrollen, rund werden und wieder nach unten abrollen, Füße abstellen. Komm nun mit mir in die Seitlage, richte dich hier ein, den Kopf kannst du mit dem Arm stützen, Knie 90 Grad Winkel und mache jetzt mit dem oben liegenden Arm große Halbkreise, die über deinen Kopf gehen und genau in diesen Bogen auch wieder zurückgehen. Book Opening, so heißt diese Übung und die ist super angenehm. Mobilisiert ganz schön den oberen Rücken, die Brustwirbelsäule, tut einfach sehr, sehr gut. Noch einmal einen großen Kreis nach rück und wieder vorkommen. Gut gemacht. Seitenwechsel, dreh dich auf die andere Seite. Richte dich hier dann auch wieder ein. Kopf wird gestützt von der unten liegenden Hand bzw. dem Arm. Und der oben liegende Arm macht jetzt auch große, ausladende Halbkreise, die über den Kopf hin und wieder zurückgehen. Atem fließt hier ganz locker weiter und du genießt diese angenehme Drehung. Eine letzte Wiederholung, ein letzter großer Halbkreis. Und komm dann von hier in Rückenlage. Richte dich hier nochmal ein. Arme locker rechts und links neben dem Körper. Und wir machen jetzt eine Art Schneeengel mit den Armen auf dem Boden. Die Füße sind aufgestellt. Wenn die Arme nach oben gehen, zeigen die Handflächen nach oben. Du schiebst die Arme hoch über den Kopf. Und bei der Abwärtsbewegung zeigen die Handflächen nach unten. Nach oben, Handflächen zeigen auch nach oben. Arme sind schön lang gestreckt. Und nach unten. Nochmal genau so, einatmen, nach oben führen die Arme und ausatmen, zurück. Gut gemacht. Beine kommen jetzt hoch in den 90 Grad Winkel, Hände gehen hinter die Kniekehlen und wir rollen nochmal nach oben auf in den Sitz. Hier schön gerade werden, nochmal nach unten abrollen. Rückenlage, Ausgangsposition, nochmal hoch. Zieh dich hoch, versuche hier nicht mit Schwung zu arbeiten, sondern wirklich nur aus der Kraft der Bauchmuskulatur und die Oberschenkel schieben sozusagen in die Hände. Nochmal aufrollen. Diesmal mit einer kleinen Variation, Füße nicht absetzen, sondern im Schwebesitz bleiben. Versuch das mal. Von hier dann auch wieder abrollen. Gut gemacht. Das Ganze nochmal. Auch hier bleiben wir wieder im Schwebesitz. Arme gehen diesmal lang nach vorne raus. Noch viel wackeliger, als es sowieso schon ist. Wieder abrollen. Und letzte Wiederholung. Noch einmal in den Schwebesitz kommen. Das ist nämlich die Herausforderung, von der ich eben sprach. Hände nochmal lang gemacht. Gut gemacht. So, wir haben es geschafft. Wie hat der Schwebesitz denn bei euch funktioniert? Ich finde, der ist ganz schön wackelig, vor allem auch in dieser Position. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr damit zurechtgekommen seid. Wie immer freue ich mich jetzt schon sehr auf das nächste Training mit dir und ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn du diesem Kanal ein Abo dalässt. Wie das geht? Ganz einfach. Hier einmal auf Abonnieren und gleichzeitig einmal auch die Glocke aktivieren.
Und diejenigen, die von euch jetzt auf den Pilates-Geschmack gekommen sind, denen kann ich noch diese Playlist hier empfehlen. Schaut da doch gerne mal rein.